Na gut, dann machen wir es halt nochmal. Vielleicht spielt es ja diesmal so mit, dass man dem Guide folgen kann. Okay, aber wollen wir nochmal von vorne anfangen. Ja, die ersten Züge kenne ich noch. Nee, pass auf, warte, mach mal am besten nochmal, vielleicht habe ich einen Dreher drin gehabt. Was? Ich kenne die Mission eigentlich gut, aber gut, mach wie du meinst. Load your mid-tank and south infantry into the south lander and move it to the west part of the south shore, dropping the infantry south and mid-tank east. Okay, das sagt klar soweit. Load your APC and infantry into the north lander and move it to the west end of the north shore, dropping the APC north and the infantry east. West Edge of the North Shore. Moment mal, jetzt. Das könnte die hier gemeint sein. Das könnte Fehler gewesen sein. West Edge ist die hier. Was muss man. APC North, oder? APC North Infantry. Ja. Da war er. Diese Shore hat er damit gemeint. Okay. Dann die alle. On east. Create infantry, two infantry. Dann Battleship to south, Cruiser dahin, Sub North diven. Okay. Das war's dann. Genau. Da ist auch der Mittank. So, Day 2. Attack the mid-tank with your rocket launcher and move your north infantry to north and begin capturing the city. Jetzt macht das Ganze auch Sinn. So, nächster Schritt. Move your two landers to the south and northwest of the rocket launcher. Load the South Mesh and load warte. Load the South Mesh and Infantry into the North Lander. Okay. Then move your factory infantry on one north to east and create infantry. And create wie viele Infantry? Two infantry. Create two infantry. Okay. To the south, attack the tank with your mid tank from the south and ich begin capturing. Capturing the base wahrscheinlich, ne? Aber ja, der Tank steht nicht da. Naja, gut, der müsste hier hingehen dann mit dem Tank dann. Sonst noch irgendwas? Warte. Been capturing the factory, genau. Destroy the battleship with your battleship and sub and move your cruiser 3 east. Dann kommt auf nächste Runde auf jeden Fall eine Co-Power von ihr, weil wenn man ihren Battleship kaputt schießt, dann hat sie ihre Co-Power schon ja, zu ungefähr 95% voll und wir haben hier auch noch einen Mid-Tank angeschossen hier. Also die Co-Power kommt so oder so. Mehr war es nicht, ne? Was? Mehr war es nicht. Weiß. Ja, mehr war das nicht. Was zur Hölle macht die da? Attack the mid tank with your battleship and finish capturing the city with your infantry. Okay.
load the south lander with a mech and infantry. Move the north lander 3 north and 1 east and drop the mech north infantry east. Yep, das haben wir. Move the south lander 1 north 6 east and drop the mech north infantry east. Haben wir auch. Create a lander and load it with 2 infantry. Ich gehe mal davon aus, dass wir unten fertig capturen sollen. Destroy the sub with your cruiser from the west and move your sub to east to north. To the south, attack the tank with your mid tank from the north. And finishing capturing the factory. Hm. Sonst noch irgendwas? Nee. Okay. T4. Use your core power. Double time. Attack the battleship with your sub from the north. And move your cruiser 3 north, 3 east. Three north, 3 east. Right. Capture the factory with your mech, the seaport with your infantry, the city with your remaining infantry. So. Das haben wir alles. Warte. And the two cities to the north with your infantry. Die hab ich auch schon. Achso. To the south, move the lander to the east bit of south shore and drop the infantry off. Okay. And attack the tank with your mid tank from the north and your damaged infantry from the east. Gut, da kann ich jetzt nichts mehr machen, aber steht mit dem Battleship noch was da, was ich machen soll? Warte. Then create a mech in the Source Factory. Ja, das kann ich dann gleich machen. Okay, dein Battleship kannst du einsetzen, weil da steht X von deinem Battleship. Ja. Ich muss den Tank da bloß ein bisschen anschwächen. Das ist der Ausgleich dafür, dass sie in der ersten Runde ihren Tank da nicht hingebewegt hat. So. Okay. Sonst irgendwas createn? Einfach nur in der South Factory hat der den Weg ein. Okay, das war's. Gut, dann war's das. D5. Ich würde mal sagen, überall Capture finishen. Finishing capturing the location on the North Island. Attack the battleship with your sub from the North. So. To the South, attack the West Tank with your matched Tank from the East. Da hab ich nichts mehr, was ich sehe. Was muss ich mit den Infanterieeinheiten machen? Begin capturing the seaport and city with your infantry and mech. Create a mech
into the factory. Okay, das war's eigentlich. Day 6 finish capturing. Ja, wenn da irgendwas noch durchkommen sollte, wird's mich wundern. Auch wenn sie eine Co-Power hat. Und wirklich meine Einheiten im Wald sieht, aber... Pff. Jetzt bräuchte ein bisschen mehr, um mich vom Capturen abzuhalten. Spielen hier schließlich mit Sammy und Sammy musste die Einheiten bis auf 4 HP, also bis unter 4 HP runterbringen, damit du den Capture verhinderst. So, dann haben wir das zumindest mal geschafft. So, und jetzt kommt noch die schwerste von den drei Sonja-Missionen, die mit Andy. Der finale Kampf gegen Sonja. Noch schnell was getrunken. Sonjas Goal. So. Day 1. Drive your sub 1 north and destroy the sub with your battleship. Und da muss ich aufpassen, dass ich es wirklich zerstöre dabei, ne? Make sure it's destroyed. Ja. Weil wenn das jetzt nicht reicht, na gut, das hat gereicht. Move your cruiser 5 east and 1 south and move your copter 4 north and 2 east. 1, 2, 3, 4, dann 2. Yep. Load a mid-tank and infantry into the lander. Mid-tank and infantry into the lander. Hammer. And an infantry into the transport copter. Hammer auch. Move your lander west of your copter and your transport copter 1 southwest. Of your cruiser. One southwest of the cruiser, das ist hier. Moment. Move your anti-air 3 south 1 east. Move your missile launcher Max and Recon and rocket launcher east. Move your APC to no. APC Max und. Nee, nee. Also Missile Max und was noch? Raccoon and Rocket Launcher. East. Move your APC to north. Okay. And move your tank east along the road. Okay. Okay, Day 2. Attack the copter with your anti-air from the east and the sub with your cruiser from the south. Okay, sie hat's schon wieder nicht gemacht. Die starte ich neu. Weil... sie hat ihren Copter nicht dorthin bewegt, wo sie sollte. Das passiert manchmal hier. Sonja ist leider nicht so verlässlich wie Kanbei, wenn es darum geht. Also, nochmal von vorne. Die ersten Schritte kenne ich noch. Kurzen Save State wieder anlegen.
Ja, gut, genau dafür habe ich den. Nope. Es ist eine 50-50 Chance, dass man den zerstört. So, okay. Der hier muss dahin. Dann die zwei müssen da rein. Der muss da rein. Der muss hier hin. Der muss dahin. Okay. Die Missile muss dahin. Die Anti-Air muss dahin. Der muss daher. Die beiden müssen dahin. Der muss dahin. Der dahin. Der muss dahin, wenn ich mich nicht täusche. Wo muss der, Lander nochmal hin? Der Lander. Your lander west of your copter. Okay. Mal schauen, vielleicht bewegt sie ihren Copter ja diesmal dahin, wo sie soll. Nö, tut sie schon wieder nicht. Sonja, was ist heute los mit dir? Weil eigentlich sollte sie den Copter so hinbewegen, dass ich den mit der Anti-Air hier wische. Mhm. Eigentlich. Okay. Dann halt nochmal. So. Turn 1 kann ich mittlerweile auswendig. Wenigstens diesmal auf Anhieb funktioniert. Vielleicht macht sie es ja diesmal. Ah! Jetzt ist er da unten. Genau dort will ich ihn haben. Den blöden Copter. So, jetzt darfst du wieder weitermachen. Attack the copter with your anti-air from the east and the sub with your cruiser from the south. So, so können wir arbeiten. Sub with cruiser from south. Ja, das kriegen wir auch hin. Move your battleship to east, your lander one west. To east, lander one west. Das ist hier. Ja, genau. One. One west, your sub, one south east. One south east? Yeah. And your copter south of your lander. Okay, das haben wir auch. Move your mech, raccoon and rocket launcher east. Mechs, raccoon und rocket launcher, das sind die hier. Your tank north of your anti-air and your missile launcher one east. One east. To north. Und to north. Okay, das ist hier. Okay, das war schon. Na gut, der Bomber geht auf die. Der Bomber will den hier angreifen.
So, Tag 3. Attack the West Bomber with your missile launcher. The West Bomber ist der da. Yep. The East Bomber with your anti-air and the... the East Bomber with your anti-air, genau. Mhm. And the Cruiser with your rocket launcher and sub from the north. Okay. Was als nächstes? Es kommt wieder, was an. Es kommt wieder ein Satz, den ich nicht verstehe. Move your four east, one north. Move your four east, one north. Das ist der Lander. Weil das ist der einzige, wo es Sinn macht, four east, one north zu moven. Da hat er es einfach vergessen hinzuschreiben. Your cruiser 3 east and 1 north. Your battleship north of your sub. Your transport copter north. Your copter 1 east 5 north. And your max south east. And your recon to south to east. To south to east. Okay. So, day 4. Use your co-power. Yep. Move your transport copter for east. Your cruiser north of your transport copter. Your battleship south of your transport copter. Your lander 1 northwest of your transport copter. And your copter north of your lander. Copter north of the lander? Yep. Day 5. Mehr machen wir gar nicht. Ja. Okay. Gut, ich weiß, wofür die Co-Power nötig war. Sonst hätte der Copter den Schuss vom Fighter nicht überlebt. So, Day 5. Move your lander to the west part of the shore and drop the mid-tank north in the infantry east. Mid-tank north, infantry east, okay. And move your copter north of your infantry. Den hier? Ja, your copter halt, ne? Hm. Move your transport copter 3 north and 2 east and drop the infantry east. Attack the fighter with your cruiser from the south. Ey, das war's auch dann. Begin capturing with your West Infantry. Begin capturing with your West Infantry. Depending on what whether your transport copter
was attacked to 1 HP of your south infantry was intact of your 5 HP, you will have to protect your infantry in different ways. Mm-hmm. Yeah, the transport is up. The transporter is auf einem, also liest den Part vor. Warte. Bitte, was ist? The transport is auf 1 HP, also müsst du den Part vorlesen. Also die Infantry ist noch voll. If your transport copter was attacked to 1 HP, surround your captured infantry with infantry from the south and transport copter from the east and midtank from the north and copter from the west. Midtank north und copter west, so? Ja. Yep. If it still isn't working out for you, consider taking your sub along for the ride and having the sub or battleship take the rocket launcher hit instead of the heavy cruiser, so you can destroy the fighter with your heavy cruiser on the on day 6, day 7, finishing capturing. Okay. Ich mach das jetzt einfach mal so. Dann haben nämlich meine Einheiten, die Protect, noch ein bisschen mehr HP. Können unter Umständen noch nicht mehr wegtanken. Ich habe jetzt bloß nochmal geschaut, ob Sonja noch irgendwo in der Nähe von der Co-Power war, das, und habe geschaut, ob ich noch was angreifen kann. Aber wenn ich noch irgendwas von dir angegriffen hätte, hätte sie eine Co-Power gehabt am Anfang von ihrer Runde, und das wollte ich nicht riskieren. Okay. Dann haben wir die alle Yellow Comet Missionen jetzt beendet. Dann geht's jetzt durch Green Earth. Das heißt, dreimal gegen Drake, einmal gegen Eagle. Und die spielen wir alle mit Andy. Man kann sich in jeder Mission aussuchen, mit welchem Kommando man spielt, aber ich will die alle mit Andy spielen. Wenn wir die alle mit Tammy spielen würden, würden wir am Schluss noch Eagle kriegen. Allerdings, wenn man alle mit Andy macht, schaltet man am Ende Drake frei. Allerdings haben wir Drake schon mit Kanba überschrieben jetzt. Es geht nur darum, dass wir Drake noch am Schluss als Co. freischalten können für den Battle Mode und alles Mögliche. Wir machen einfach alle mit Andy.